Limonade Erfrischung. Verzeihung, wie spät haben wir bitte? Was? Was sagen Sie? Wie spät haben wir bitte? Meine Uhr ist stehen geblieben. Wir haben 3, kurz danach. Danke. Dankeschön. Noch ganz dunkel draußen. Und lauter Wolken, schade. So bei Nachtfahrten. Ich sehe gern was draußen. Was wollen Sie denn sehen? Ich habe klare Nächte gerne, wissen Sie. Sterne und so. Sind Sie etwa Astrologe? Wie? Astrologe? Nein, für sowas. Ich verkaufe Schreibmaschinen. Ah, das geht? Ja, wird ja viel geschrieben heute. Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Und Geld haben die Leute. Ja, ja. Sie zeigen es einem wenigstens gern, dass sie bloß keiner für arme Leute hält. Aber Geld rausrücken, das ist eine andere Sache. Eine Rechnung bezahlen, da lassen Sie sich Zeit mit. Man wird ganz steif. Ich habe einen großen Bau in Berlin. Da könnten Sie was erleben. Mit der Korrektheit heutzutage. Ja, ja, mag sein. Na, wer ist denn das heute schon? Ich ja, mich schon. Aber wissen Sie, was ich mich langsam frage? Ob ich verrückt bin. Ja, ja, also. Ja, also man kommt sich bald so vor. Früher, wenn wir schon mal davon reden. Da waren wir auf dem Wort. Aufschreiben, sowas gab's gar nicht. War gar nicht nötig. Verträge machten nur die Spitzbuben. Verzeihung. So gesehen, es ist eine miese Zeit für Leute, die ehrliche Geschäfte machen wollen. Mehr will man ja auch gar nicht. Und leben natürlich. Aber leben und leben ist ein Unterschied. Worauf die meisten aus sind, leben auf Kosten von anderen. Was ist denn? Was gucken Sie denn so? Auch eine Beschäftigung. So auf und ab gehen hier. Ach, der Polizist da. Das muss er doch. Sie fahren wohl nicht gern mit dem Zug, Herr Fritz. Ich muss heute früh in Hannover sein, wissen Sie. Sie tun Ihnen doch nichts. Sie sind doch sehr höflich, sehr korrekt. Da haben Sie vielleicht Angst? Aber nein, gar nicht. Also ich kenne welche, die haben nämlich Angst. Müssen Sie mal hören, was die sagen. Was? Sie fahren durch die Zone? Als ob das was Besonderes wäre. Die mögen den Zug nämlich nicht. Der ist ihnen unheimlich. Ihnen auch, was? Ach was, nein, nein. Ja, kontrollieren, das tun sie, das müssen sie ja auch. Aber die sagen guten Tag und guten Abend, wie es sich gehört. Die haben nämlich auch ihre Vorschriften. Und danach handeln sie. Naja, wie lange haben wir denn noch bis zur Grenze? Hm. 1,5 Stunden. Ich kann mir nicht helfen, ich bin immer froh, wenn ich hier durch bin. Weiß gar nicht wieso. So. Brauchen Sie eine Zigarette mit? Oh ja, gern. Oh, pardon. Sie schlafen wohl auch nicht, was? Nein, im Zug nicht. Das kann ich nicht. So eine elende Quälerei. Aber Fliegen war ja mal wieder alles ausverkauft. Ich wollte eigentlich auch, aber es war nicht zu machen. Ja, Warteliste ganz hinten. Wenn man da so wegkommt, Schlafwagen hier war ja auch nichts zu machen. Ja, wissen Sie, Berlin, wenn man da nicht manchmal hin müsste. Sie waren sicher privat in Berlin. Ja, ich besuchte jemanden. Also ich kenne von Berlin nur Hotelhallen, Konferenzzimmer und Büros. Nur Geschäft, wissen Sie. Nur mal eine Bar abends, das stimmt, aber sonst ist privat für mich ein Fremdwort. Rauchen Sie? Nein, danke. Muss ich erlauben? Ja, natürlich, bitte. Danke sehr. Ich habe Sie nämlich schon auf dem Bahnsteig gesehen. So? Ja, Sie fielen mir auf, rein zufällig. Und auch so. Das heißt auch so. Erscheinung, meine ich. Daran sind Sie ja sicher gewöhnt. Woran? Aufzufahren. Wirkliche Eleganz ist ja sehr selten. Kommen Sie nicht mal nach Hamburg? Nein. Schade.
Sehr schöne Stadt Hamburg, wenn man sie kennt. Man muss sie natürlich kennen. Ich habe da eine Edelstahlfabrikation. Sehr vitale Stadt Hamburg. Ohne jede Melancholie. Wenigstens einen. Sieht mehr nach einem Auto aus. Vielleicht ein Arzt. Kinder kriegen die hier ja auch. Nichts Gescheites drin. Die drücken nämlich ein bisschen. Sind aber hübsche Schuhe. Und hübsche Beine. Wenn Sie Zeit haben in Düsseldorf, dann sehen wir uns mal. Ja, haben Sie nicht gehört, was meine Mutter am Bahnsteig zu mir gesagt hat? Ach, die... Die Dame, die ununterbrochen auf Sie eingeredet hat. Sie standen doch daneben. Ach, das haben Sie gemerkt. Ja, die sind den ganzen Bahnsteig auf und ab gegangen und dann sind sie bei mir stehen geblieben. Ja, Sie waren die Hübscheste. Meine Mutter hat gesagt, pass auf, wenn dich Männer anquatschen. Da gibt's bestimmt gleich welche, die mit dir ausgehen wollen. Ach, sie ist dagegen? Ich soll nicht mit jedem losziehen, das meint sie. Wenn man 54 Taille hat... Aha, so habe ich auch geschätzt. Ich war mal die Schönste in unserer Klasse. Darf ich Ihr kokettes Gespräch mal unterbrechen? Wissen Sie einen Jazzmusiker? Wie viele Buchstaben? 6. Ein G am Anfang. Garner. Errol Garner. Passt. Was macht denn der Knabe? Pianist. Der ist klasse. So. Na, mich können Sie jagen mit Jazz. Das ist eine Generationsfrage. Mein Vater sagt das auch. Und Sie halten ihn sicher für völlig vertrottelt. Nein, das nicht. Er ist ein netter Kerl. Er hat bloß keine Ahnung. Von Jazz? Unter anderem. Er hat keine Standpunkte. Haben Sie Standpunkte? Eine Menge. Sehen Sie, das sind vielleicht zu viele. Bitte, ist der Kellner nicht mal wieder vorbeigekommen? Nein, nicht gesehen. Grenze ist wohl noch nicht. Noch lange nicht. Ach, man verliert so als Zeitgefühl. Ich habe ganz fest geschlafen. Tja, man hat's gehört. Ja, habe ich geschnarcht. Och, das tut mir leid. Aber dagegen kann man wohl nichts machen. Ich würde es sonst tun. Das heißt, vielleicht auch nicht. Seitdem mein Mann tot ist, stört es eigentlich keinen mehr. Ach, würden Sie mir vielleicht die Tasche heruntergeben? Ja, die braune da. Gern. Die hier? Ja. Oh, danke schön. Meine Kinder haben mir da was eingepackt. Die denken, ich verhungere unterwegs. Ich sage immer, packt mir doch nichts ein. Aber Sie tun's doch. Mögen Sie? Nein, danke. Sie? Nein, danke. Er ist ganz heiß. Sie meinen es ja gut, die Kinder. Das ist das Schöne, ja wirklich. Fahrkarte und so, alles bezahlt sie mir. Sogar erster Klasse, wenn ich nur komme. Dabei, länger als 4 Wochen kann ich ja nie.
Wegen der Rente. Sie muss hier abgeholt werden. Kosten Zigaretten schon bereit? Da sind Sie ja. Ich dachte schon, durch die Zone dürfen Sie nicht. Geben Sie mir hier die Kekse. Wieso? Wir sind exterritorial. Macht 80. Ich möchte ein Paket Zigaretten. Bitte schön. Sie da. So. Was kosten die? 1,75. Dankeschön, ist gut. Danke. Wissen Sie, ob das Zug Verspätung hat? Nee, ich glaube nicht. Obst, Schokolade, Zigaretten. Er fährt langsamer. Wahrscheinlich steht ein Signal auf Halt. Baustelle zu sein. Was ist denn das? Wo kommt denn der her? Hier ist jemand reingekommen. Reingekommen? Wo reingekommen? Aufgeschwommen, bei dem Halt eben. Gehen Sie nicht hin. Was ist denn? Das ist wohl nicht schwer zu verstehen. Gehen Sie von der Tür weg. Sie brauchen keine Angst zu haben. Kommen Sie. Verstehe ich nicht. Was soll denn das? Das ist ein Flüchtling, nehme ich an. Flüchtling? Das ist ja ein Ding. Helfen Sie mir. Bitte. Helfen Sie mir. Was haben Sie denn an der Hand? Haben Sie sich verletzt? Sie bluten ja. Da, nehmen Sie mal mein Taschentuch. Sie haben keine Papiere, ne? Sie wollten so herüber. Hat Sie jemand gesehen beim Aufspringen? Kommen Sie her. Trinken Sie mal einen Schluck. Der braucht keinen Cognac, der braucht einen Kaffee. Trinken Sie. Machen Sie doch mal die Musik aus. Was ist denn hier los? Eine verrückte Sache. Da will einer rüber in den Westen. Was ist denn? Sie machen wohl Witze. Flüchtling? Ja, ist er vorhin bei dem Halt auf den Zug aufgesprungen. Danke vielmals. Was heißt für Flüchtling? Der da? Aufgesprungen? Warum hat denn der Zug überhaupt gehalten? War der freie Strecke? Eine Baustelle, glaube ich. Wahrscheinlich hält der Zug da öfter. Und das hat er gewusst. Haben Sie das gewusst? Da hat er nur ein paar Sekunden gehabt. Na, das reicht doch vollkommen. Wenn man schon am Bahndamm liegt und darauf wacht. Höchstens 5 Meter bis zum Zug? Da genügen 3 Sekunden. Da sieht man jedenfalls mal wieder, was hier los ist. Was die alles anstellen, bloß um hier rauszukommen. So sieht es nämlich aus. Zigarette. Zur Beruhigung. Unser Eins fährt mit dem Zug hier und denkt sich schon gar nichts mehr dabei. Ich meine, wie gut wir es haben und wie schlecht die hier. Man sitzt im Zug, steckt sich eine Zigarre an, liest eine Zeitung. Und da draußen irgendwo im Dunkeln sehen die den Zug fahren und denken, wären wir bloß drin. Ach, die möchten doch alle weg. Alle, wie sie da sind. So sieht's aus. Haben wir wieder mal ein Beispiel. Fabelhafte Zustände, was? Aber was hat er denn vor? Was will er jetzt tun? Was meinen Sie? Muss sich doch vorgestellt haben, wie er durch die Kontrolle kommt. Das Schlimmste kommt da erst noch. Grenze. Kontrolle. Auf den Zug rauf, damit hat er doch noch nichts gewonnen. Was will er denn tun? Ja Gott, da muss sich doch was gedacht haben, meine ich. Da kann sich doch nicht nichts gedacht haben. Gedacht? Wenn Sie danach fragen, ich glaube, gedacht hat er sich schon etwas. Also sage ich doch, meine ich doch. Er hat sich gedacht, wir helfen ihm.
Er kam hier rein und sagte, bitte helfen Sie mir. Meinen Sie? Was wollen Sie sagen? Wollen Sie sagen, er hat sich darauf verlassen, dass ihm jemand hilft? So wie es aussieht. Und warum nicht? Wenn man diesen Zug, wie Sie sagten, so Nacht für Nacht vorbeifahren sieht, mit hellen Fenstern, die Leute dahinter, die man für glücklich halten muss, selbst wenn sie schlafen. Warum soll er nicht auf den Gedanken kommen? Das ist doch ganz natürlich. Nur erst mal drin sein in dem Zug. Die helfen dir schon. Ach so. Nichts dagegen. Ich kann das verstehen, irgendwie schon. Und der Letzte, der das nicht versteht. Sicher, dass wir alle, ist doch ganz klar, dass wir ihm helfen würden. Gerne helfen würden, irgendwie selbstverständlich. Aber wie denn? Der Zug wird er bewacht, wird er kontrolliert, der Polizist geht doch andauernd auf und ab. Jemand sollte ans Wagenende gehen und aufpassen, wann er kommt. Ja, dann die Grenze selbst. Da kommt er gar nicht durch die Kontrolle. Man kann doch in einem Zug keinen ausgewachsenen Menschen verstecken. Gehen Sie, damit wir wissen, wer da kommt. Ich? Oder Sie? Wenn er uns alle hier findet, ist der Junge doch gleich verloren. Aufpassen? Wie komme ich denn dazu? Ich gehe. Wir stehen alle auf seiner Seite. Unnötig, das zu sagen, aber wir können doch nichts für ihn tun. Überhaupt nichts. Also, ich sehe das nicht. Das ist doch absoluter Unsinn. Ist doch verrückt. So wie die kontrollieren? Ja, die sind ziemlich streng. Ich habe es beim letzten Mal gesehen. Na also, was sage ich? Das muss er richtig verstehen. Er hat unsere Sympathie, das spürt er sicherlich auch. Aber er hat sich das nicht überlegt. Ich kann ihm das noch nicht mal übel nehmen. Er wollte raus, egal wie. Aber wissen Sie, so ganz egal wie? Ich verstehe ihn sehr gut. Er hat sich ganz in unsere Hand gegeben, mit großem Vertrauen. Aber das ist doch Unsinn, was Sie da reden. Sie denken ja nicht einmal nach, ob wir ihm helfen können. Hören Sie, meine Dame, ich denke nur schneller nach. Was wollen Sie denn tun? Wollen Sie ihn verstecken? Jedenfalls überlegen, ob wir ihn nicht auf irgendeine Weise durch die Kontrolle bringen können. Ich würde mich schämen, wenn ich das nicht versuchen würde. Wenigstens versuchen. Aber hören Sie doch, das ist doch alles... Sagen doch Sie was. Das ist alles Quatsch. Hören Sie auf damit. Lassen Sie sie reden. Ja, Unsinn reden. Na, mich würde es auch interessieren. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Oder wollen Sie wieder in Ihre Abteile gehen und ihn hier draußen stehen lassen? Könnten Sie das? Ihre Zeitung weiterlesen und er steht hier. Ja, das sagen Sie sehr hübsch. Hübsch? Was ist daran hübsch? Verzeihen Sie den Ausdruck, ich meine wirkungsvoll. Auch überzeugend. Hoffe ich. Nein. Etwas haben Sie sicher nicht bedacht. Wenn Sie ihm helfen, wenn Sie auch nur versuchen, ihm zu helfen, wissen Sie, was das ist? Was das bedeutet? Beihilfe zur Republikflucht, wie die das hier nennen. Das haben die gar nicht gerne. Wenn man Sie erwischt, wenn man uns erwischt, dann sind wir dran. Die sperren uns ein, verstehen Sie? Ja, aber wir sind doch... Wir sind doch Westdeutsche. Die hat ja nicht die geringste Ahnung. Die sperren ein, wen sie wollen und wo sie sie kriegen. Der Pass ist denen vollkommen gleichgültig. Die sperren uns alle an, so wie wir hier sind. Und nicht bloß 3 Wochen. Auch nicht 3 Jahre. Unter 5 tun die es nicht, da sind die gar nicht kleinlich. Und wie es in Zuchthäusern zugeht, können Sie sich hoffentlich vorstellen. Nicht fein, sage ich Ihnen. Gar nicht fein. Daran haben Sie sicher nicht gedacht. Da lese ich doch lieber mit schlechtem Gewissen meine Zeitung im Abteil da. Ob mir das gefällt oder nicht. Ob er Hunger hat? Die Kinder haben mir doch so viele Brote eingepackt. Mögen sie? So richtig zu essen bekommen die ja nicht, wie man hört. Kann man ihm helfen? Aber natürlich kann man, wenn man will. Vielleicht im Gepäcknetz, wenn man das geschickt macht. Den Koffer davor und... Welche Koffer? Meinen auch? Es ist nämlich so, Sie haben gar nicht die Möglichkeit, etwas allein zu riskieren, wenn Sie schon etwas riskieren wollen. Nicht in diesen 2 Abteilen hier. Weil Sie da nämlich nicht allein sitzen. Das ist es. Wenn schon etwas getan wird, dann müssen das alle tun. Weil Sie alle wissen, dass er hier ist, dass er rüber will. Das ist das Problem. Der Popo kommt.
keine Musik mehr? Musik? Wieso? Er möchte wohl den Apparat sehen, nehme ich an. Tat es Ihnen sicher noch langweiliger als uns. Weil Sie nämlich ständig hin und her fahren müssen. Hier ist Rias Berlin auf Langwelle 173 Kilohertz. Hübsch. Ich dachte, jetzt passiert's. Er ist weg. Es ist noch mal gut gegangen. Gut gegangen? Ihnen ist anscheinend nicht klar, was jetzt passiert ist. Jetzt haben wir ihn bereits versteckt. Das heißt, Sie, nicht ich. Sie sitzen in dem Abteil da, nicht in meinem. Ich stelle das ausdrücklich fest. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Was Sie denken, ist mir gleichgültig. Ich jedenfalls werde ihm helfen. Und wenn ich es allein tun muss. Das werden Sie auch allein tun müssen. Sind Sie sicher? Sie nicht? Mir fällt ein, dass man dagegen fragen könnte. Oh, die Frage können Sie sparen. Eine so interessante Frage. Entschuldigung, aber ich finde sie interessant. So wie ich die Situation... Ach, die finden Sie auch interessant? In jeder Hinsicht. Wie meinen Sie das? Sie sagten das. Sie sagten, er hat sich ganz in unsere Hand gegeben. Das hat er wirklich. Und liefert sich uns aus. Uns Leuten, die er gar nicht kennt. Das ist möglicherweise unüberlegt, aber er hat es getan. Und damit natürlich eine Frage gestellt, auf die man antworten muss. Muss, verstehen Sie, so oder so. Und das ist das Besondere an der Situation. Und auf die Antworten bin ich neugierig. Wollen wir ihm helfen oder nicht? Vielleicht sollten wir das jeden hier fragen. Also eine Art Abstimmung. Ja. Man sollte jeden fragen, was er darüber denkt. Ach, wozu? Helfen oder nicht helfen? Aber ich sage Ihnen doch... Ja oder nein? Nein. Wenn Sie Nein hören wollen. Ja, versuchen zu helfen, wenigstens das. Überlegen wie. Ich weiß ja auch nicht. Na und Sie? Ich? Nein, nein. Ich sage auch nein. Was soll die Fragerei? Und wie sind Sie der Sache gefolgt? Mit größtem Interesse. Wollen Sie ihm helfen? Ich möchte allen Menschen gern helfen. Es handelt sich nicht um alle, um einen. Ich habe was gegen solche Fragen, wissen Sie? Gegen Fragen überhaupt? Nein, gegen solche. Ich würde denken, das heißt nein. Er sagt es auf die Art, die heute modern ist. Na, und Sie? Ja, ich würde ihm sehr gerne helfen. Aber die sagen doch alle, dass es nicht geht. Und wenn es nicht geht? Sie meint nein auf die Art, die normal ist. Ach, wen haben wir noch? Wollen Sie die alte Dame da auch noch fragen? Haben Sie gehört, worum es hier geht? Ja, ja. Ich höre ja alles. Wollen Sie, dass man ihm hilft, dass wir alle irgendwas tun? Natürlich, selbstverständlich. Ach, die alte Frau weiß doch gar nicht, wovon die Rede ist. Bleiben noch Sie. Ja. Aber ich weiß nicht recht. Ach, Sie genieren sich, Nein zu sagen. Die meisten hier sagen Nein. Sie sagen es klar und deutlich. Weil es nicht geht, weil es zu gefährlich ist, weil es... Warum fragen Sie mich eigentlich nicht? Ich sage nämlich ja. Ist doch ganz klar, dass wir ihm helfen. Ich verstehe gar nicht, worüber Sie so lange reden. Ja, nein, ist doch Quatsch. Ich finde es selbstverständlich. Und den bringen wir auch durch. Irgendwie, wenn wir nur wollen. Ja, das sage ich ja auch. Da glauben Sie, ich bin so ein Schwein, dass ich den im Stich lasse? Holla, holla, nur mal langsam. Sie sind wohl noch ein bisschen jung. Wie alt sind Sie überhaupt? 18. Was hat denn das damit zu tun? Eine Menge. Gefällt Ihnen 18 nicht? Ich glaube, in dieser Sache halten Sie besser den Mund. Das können Sie gar nicht übersehen. Außerdem, wir haben eine klare Abstimmung gemacht. Die Sache ist erledigt. Oder nicht? Ja. Gehen Sie hin und sagen Sie es ihm. Was? Er habe die falsche Tür aufgemacht. Hören Sie, in diesem Zug ist jede Tür falsch. Ich meine, wir sollten das nicht dramatisieren. Was kann denn passieren? Was wird denn passieren? Sie werden ihn erwischen. Und? Werden ein paar Jahre Gefängnis kriegen. Das ist alles. Und wenn er jetzt 18 ist oder 19, älter ist er doch noch nicht, dann ist er mit 23 Jahren wieder raus. Sitzt doch so ein junger Kerl ab wie nichts. Ist das Ihr Ernst? Ja. Machen Sie mich doch nicht verrückt. Warum zum Teufel bin ich bloß mit diesem Zug gefahren? Machen Sie doch, was Sie wollen. Bravo. Die ganzen Aufregungen sind doch völlig überflüssig. Bitte. Man wird uns doch alle verhaften, wenn wir irgendwas tun. Er hat was falsch gemacht. Dass er hier reinkam, das hat er falsch gemacht.
Er wird doch einsehen, dass... Ich hole den Schaffner. Sie feige Schwein, Sie. Was sagen Sie? Ich sagte, Sie feige Schwein. Sie. Sie. Ja. Sie haben ja keine Ahnung. Ich war schon mal eingesperrt. 4 Jahre hinter Stacheldraht. Was wissen Sie denn davon? Ich bedauere Sie. Bedauern? Davon habe ich was. Was ich erlebt habe, das weiß ich. Das mache ich nicht noch einmal mit. Nein. Nicht noch mal. Wie lange haben wir noch? 3/4 Stunde ungefähr, bis zur Grenze. Sie meinen doch bis zur Grenze? Ja. Merkwürdig. Auf so einen Moment habe ich schon immer gewartet. Auf so einen Moment, auf diesen? Nein, natürlich nicht auf diesen. Ich wusste nicht, wie er aussehen würde, dass er so aussehen würde. Den Moment, auf den Sie gewartet haben? Dann sagen wir eine Situation. Aber auf die Sie gewartet haben? Ja. Eine Situation, die... kein Ausweichen erlaubt, die eine Entscheidung verlangt, die einen unter Zwang setzt. Und da kommt man nicht raus. Eine geheime Befürchtung? Ja, die ich immer hatte, ja. Nur eine solche letzte Situation, ich habe sie mir immer, wie soll ich sagen, anders vorgestellt. Im Zusammenhang mit Krieg oder... Und jetzt sieht sie so aus. Ganz einfach. Die Situation, die kein Ausweichen erlaubt? Dieser junge Mann da? Ja, mit der Frage, die er stellt. Sie selbst haben mir das klar gemacht. Ich? Ja, Sie haben das sehr gut klar gemacht. Ich will Ihnen etwas sagen. Das Interessante ist gar nicht der Fall oder die Situation, wie Sie das nennen. Das Interessanteste sind Sie. Ich? Sie wollen Ihre Situation haben. Irgend so eine letzte, endgültige. Was der Teufel, was Sie sich vorstellen. Und Situationen werden hier empfunden. Und indem man sie empfindet, macht man sie. Verstehe Sie nicht. Sie selbst haben... Was doch... ich selbst? Sie waren doch der Erste, der Ja gesagt hat. Ich? Ja. Haben Sie nicht? Wer heutzutage sofort Ja oder Nein sagt, der ist nicht ganz bei Trost. Verstehe Sie wirklich nicht. Sie haben mich ernst genommen? Wie kommen Sie dazu? Wissen Sie, es macht mir zuweilen Spaß, Leute zu dekouvrieren, sie auf den Rücken zu legen. Haben Sie gesehen? Den Zustand absoluter Hilflosigkeit? Wie Sie in panischer Angst die Hände vor die Weichteile halten? Entschuldigen Sie, wenn ich mir den Spaß machte. Ich bin nämlich der Letzte, der irgendjemand zum Heldentum auffordert. Außerdem, Sie glauben doch nicht, dass die Weltgeschichte auch nur um 1 Millimeter aus der Bahn gerät wegen so eines jungen Mannes da oder wegen der Meinung, die wir, Sie und ich und die paar Leute, die hier sitzen, dazu haben. Es hieße das Einzelschicksal überschätzen. Man neigt dazu. Das ist ein alter menschlicher Fehler. Ach so. Ihre ganze Abstimmung also? Ja, ich wollte mal sehen... Naja. Neugier? Nicht mal. Ich erfuhr nichts, was ich nicht schon wusste. Also Zynismus? Ich glaube nicht an Menschen. Das ist alles. Und warum überprüfen Sie das ständig? Sie meinen, das tue ich? Haben Sie sich etwas überlegt? Ja, es gibt eine Menge zu überlegen. Beispielsweise, was mit dem jungen Menschen eigentlich los ist. Warum will er rüber? Aus welchen Gründen? Wer ist das eigentlich? Spielt das eine Rolle? Er will rüber, er will... Sagen Sie es nicht. Was? Was wollten Sie sagen? Er will in die Freiheit. Dieses Wort, darauf habe ich gewartet. Sagt er das? Hat er das Wort gebraucht? Nein. Warum kommen Sie dann mit diesem Wort ausgerechnet damit? Weil... Das ist eine Vorstellung, nehme ich an. Freiheit. Ich verstehe gar nicht, warum das Wort für Sie so wichtig ist. Wichtig ist nur, dass wir den Jungen durch die Kontrolle bringen. Ja oder nein? Das haben Sie doch gefragt. Ach was. Die Welt lebt davon, dass Ja und Nein im Spaß gesagt werden. Und wir haben so lange Frieden, wie niemand es im Ernst sagt.
Gott behüte uns vor dem schrecklichen Eifer der Menschen, die auch meinen, was sie sagen. Ja und nein. Das sind Schachfiguren. Steht ein Ja oder ein Nein zu weit vorne, dann springt man damit zurück. So einfach ist das. Und das sind die Spielregeln. Heute. Und solange gespielt wird, wird nicht gestorben. Jedenfalls nicht im großen Stil. Was haben Sie nun beschlossen? Zogen Sie sich nicht aus der Affäre zurück? Vollständig, das möchte ich betonen. Aber was wird nun? Ich werde versuchen, dem jungen Mann zu helfen. So? Wollen Sie? Ja. Dann will ich Ihnen sagen, was mir eingefallen ist. Der junge Mann sollte rübergehen, in einen anderen Wagen. Hier weg jedenfalls. Ich kann Ihnen sagen, was er tun muss. Sich stellen, sich melden. Und noch besser, ganz richtig. Wenn er sich selber meldet, dann sind das mildernde Umstände. Wenn er geschickt ist, kann er sich sogar aus der Sache rausreden. Am Ende bestrafen Sie ihn nur, weil er keine Fahrkarte hat, wenn er geschickt ist. Er ist wohl nicht geschickt. Dann muss er es lernen. Man lernt immer, was verlangt wird. Nicht alle. Die wollen nicht was? Die Typen kenne ich. Dass die Angst haben, das sieht man doch. Die machen nur die Hosen vor Angst. Da unter der Bank geht's nämlich. Er sagt, er macht sich ganz klein. Er sagt, er tut alles, was wir wollen. Das gibt einen Mordsjux, wenn wir ihn durchbringen. Ja. Ja, sagen Sie mir, soll keine Angst haben. Und die hat er natürlich. Er sitzt ganz ruhig da, aber die Hände, die gehen ihm so. Er zittert doch wohl. Ich habe ihn gefragt, kalt ist ihm nicht? Ja, gehen Sie wieder hinein. Wir haben ja noch Zeit. Na, so viel auch nicht. Na, wenigstens schläft hier keiner mehr. Ihnen ist wohl egal, was hier geschieht. Na, egal will ich nicht sagen, nein. Aber es interessiert Sie nicht sehr. Nicht so sehr, wie es vielleicht sollte. Ich kann mir nicht helfen. Aber es ist doch auch Ihr Problem, weil Sie im selben Zug sitzen. Ich sitze noch lange nicht mit allen Leuten in einem Zug. Und warum haben Sie den da vorhin ein feiges Schwein genannt? Na, weil er es ist. Damit haben Sie doch etwas gesagt. Das ist doch ein Bekenntnis. Ich bekenne überhaupt nichts. Ich fahre nach Düsseldorf. Zum Tennisspielen. Was haben Sie denn vor? Was soll das? Noch nicht etwa da drunter. Das kommt gar nicht in Frage. Nicht in diesem Abteil, verstehen Sie? Ich wollte nur mal nachsehen. Geben Sie den Gedanken doch endlich auf. Im ganzen Zug finden Sie keine Bank, unter die Sie ihn stecken können. Wenigstens keine, auf die sich dann jemand setzt. Geht es nicht unter der Bank. Wissen Sie, in der Zeit vor der Währung, da haben wir ja öfter vom Lande, meine ich. Da haben wir alles Mögliche reingebracht, durch Kontrollen oder so. Ja, was zu essen. Das war doch aber ganz was anderes. Ja, ja, jetzt schon. Ich gehe mal durch den Zug. Es muss sich da ja irgendwas finden lassen. Ja, tun Sie das. Warum haben Sie eigentlich Ihre Meinung geändert? Ich hatte nichts zu ändern. Aber lassen Sie mich fragen, warum ändern Sie Ihre nicht? Der erste Impuls ist doch wohl vorbei. Sie hatten nichts von ersten Impulsen. Das sind das Gefährlichste, was es gibt. Ich dachte, das Natürlichste. Und vielleicht das Menschlichste und darum gefährlich. Ich fürchte, Sie sind sich nicht ganz im Klaren, was Sie eigentlich riskieren. Den Zerfall Ihrer bemerkenswerten Schönheit in einem ostzonalen Gefängnis. Nach kurzer Zeit sind Sie nur noch der Schatten Ihrer selbst. Das bin ich jetzt auch. Jetzt auch? Und der Schatten würde mich neugierig machen auf das Original. Das Original gibt es nicht mehr. Das hört sich an, als leben Sie nicht gerne. Nur worunter haben Sie zu leiden? Unter Kompromissen. Und Sie lieben die Konsequenz. Und die gibt es nicht? Weit und breit nicht. Verzeihung, aber eine Frau, die so redet, hat einfach nicht den richtigen Mann erwischt. Ich will Ihnen sagen, was ich fand. Männer, die ihre Ängste, ihre Sorgen und ihre Zweifel, das alles halbieren wollten, um es sich leichter zu machen. Und da stehen Sie immer noch nicht auf dem Boden der Tatsachen? Boden? Es gibt keinen Boden, nur ein Herunterleben, ein nimm's, wie es kommt.
steht auf dem Bahnsteig und sagt, es wird schon werden. Zu diesen Hundeaugen. Wer? Hm? Von wem sprechen Sie? Von jemandem, der nie einen Entschluss fassen konnte. Das ist es. Ich werde Ihnen genau sagen, was ich vermisse. Ein Entschluss, eine Tat. Dass irgendetwas geschieht. Ein Beispiel von Konsequenz. Ja. Oder Sie werden verrückt. So ungefähr. Nur weil Sie gestern Nacht nicht im richtigen Bett gelegen haben. Verzeihung. Ich habe das wohl provoziert. Ich bin durch den ganzen Zug gegangen. Alles die gleichen Wagen. Und die Schlafwagen natürlich. Ob so ein Schlafwagenschaffner etwas riskiert? Richtig, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Haben Sie einen gefragt? Nein, ich wollte keinen Fehler machen. Das ist aber eine gute Idee. Schlafwagen sind nicht so übersichtlich. Ob ich mal mit einem Schaffner spreche? Na, vielleicht nehmen die auch Geld. Glauben Sie, dass so einer hilft? Weiß nicht. Ich versuch's mal. Der Polizist. Kaffee gewünscht, Gebäck, Zigaretten. Bitte gehen Sie doch weiter. Na, na, na. Das wäre aber sehr ungern vom jungen Mädchen, wenn es so hübsch ist wie Sie. Ich doch einen Kaffee? Nein. Na, kann man nichts machen. Aber hübsch ist sie, was? Was reden Sie denn eigentlich für einen Quatsch? Wieso? Was rede ich denn? Was heißt denn hier Quatsch? Den Quatsch muss ich nämlich reden, wenn ich was verkaufen will. Was meinen Sie, was ich an den Becher habe? Ist doch völlig gleichgültig. Bei Ihnen vielleicht, aber mir nicht. Sie haben vielleicht genügend Kleingeld. Oder Ihr Vater. Genauso sehen Sie aus. Geben Sie mir mal einen Becher, bitte. Komm, lass mich mal durch. Ist doch wahr. Quatscht mich da an. Am Becher genau 3,5 Pfennig. Milch, Zucker. Was ist eigentlich los hier? Seien Sie doch ruhig, bitte. Ist was los? Nichts ist los. Das kann ich mir doch nicht erzählen, das rieche ich doch. Nur im Kaffee. Ach ja, ich bezahle. Ich halte das nicht aus. Ich kann das nicht aus. Beruhigen Sie sich doch. Ich halte es nicht aus. Was hat er denn? So sagen Sie, sind doch ruhig. Was hier los ist, weiß sowieso gleich der ganze Zug. Wir haben einen Flüchtling hier im Wagen. In Ihrem Abteil, in meinem aber nicht. Aber nicht so laut, bitte. Ich bin so laut, wie ich bin. Moment, Flüchtling? Wer denn? Er? Nein. Der da, unter dem Mantel. Das ist ja was. Wie sind der hier reingekommen? Aufgesprungen. Na so. Die gehen da weg wie die Ratten. Die finden noch immer einen Weg, nur irgendwie raus. Aber sowas habe ich noch nicht gehört. Mit dem Zug hier. Das ist doch Unsinn. Das ist doch wohl auch Ihre Meinung. Trinken Sie nur den Kaffee? Nein, nein, nein. Ich wollte nur... Was macht er denn? 70. Das ist ein Land, was? Die flitzen wie die Ratten. Eine Mark, 30 zurück. Nein, nein, nein. Danke. Wissen Sie vielleicht, was man machen kann, dass er irgendwie rüberkommt? Wenn er Ihre Jacke anzieht und den Korb dann nimmt. Wenn einer plötzlich Kaffee will, was dann? Na, dann schenkt er einfach ein. Ach, Sie denken, sowas merkt man nicht. Ich will mal was sagen. Ich würde sofort merken, ob einer gelernter Kellner ist oder nicht. Sie denken, sowas ist ganz einfach. Außerdem kennen die mich alle hier. Und Gehilfen habe ich nicht, das wissen die auch. Ich meine, meine Jacke würde ihm passen. Ich sag ja, vollkommener Unsinn. Wissen Sie, wenn das ginge, das hätte schon mancher probiert. Mach ich mal einen Kaffee? Sagen Sie mal, warum erzählen Sie mir das überhaupt? Warum ziehen Sie mich damit rein? Niemand will Sie reinziehen. Aber Sie tun es doch. Ich bin jetzt mit drin. Ich fahre diesen Zug immer, wissen Sie? Das ist meine Existenz, der Zug hier. Sie steigen aus und sagen Mahlzeit, aber ich muss immer wieder hier durch. Und noch was. Weiß ich, ob der da nicht ein Spitzel ist? Der doch nicht, das sieht man doch. Oder sonst jemand hier? Was ich zu tun habe, weiß ich. Lassen Sie mich durch. Der sagt's. Der geht hin und meldet das, Sie werden sehen. Warum haben Sie so viel Angst? Ich war in Gefangenschaft, wissen Sie, und davon ist mir was zurückgeblieben. Waren Sie mal in Gefangenschaft? Nein. Dann wissen Sie nicht, wovon ich rede. Man war kein Mensch mehr. Und wenn man einmal kein Mensch mehr war, wird man es auch nie wieder. Es sieht so aus, als ob man es wieder wäre. So aussehen tut es, aber hier ist etwas anders geworden. Man selber ist anders geworden. Seitdem tauge ich nicht mehr für sowas. Sie können nicht vergessen. Es hat mit Vergessen nichts zu tun. Er ist zur Handhabung ungeeignet. Und tauglich für Heroismus. Denn das verlangen Sie doch von ihm. Damit kann man doch nicht leben. Man kann doch nicht aus irgendeinem vergangenen Schrecken heraus aufhören,
Was? Ich meine, aufhören zu handeln. Aus einer solchen Stimmung müssen Sie heraus. Es muss einen Weg geben. Auch für Sie. Was haben Sie vor? Wo wollen Sie hin? In einen anderen Waggon, in ein anderes Abteil. Keine schlechte Idee. Sollte man auch machen. Warum? Haben wir was damit zu tun? Sie nicht und ich auch nicht. Was da passiert, sehe ich gar nicht. Du Feiglinge. Koffer nehmen und weg. Reden vom Krieg und was sie alles mitgemacht haben. Und die erzählen es immer, wie sie es brauchen. Was im Kaukasus war. Beine hatten sie Moskau. Und jetzt? Jetzt haben sie Schiss. Jetzt will keiner was tun, weil sie Angst haben. Unter der Bank geht's doch. Unter meiner, bitte. Und was sagt sie dazu? Ich muss morgen unbedingt in Düsseldorf sein. Die machen da Fotos von mir. Die haben mir die Fahrt bezahlt. Taille 54. Die fotografieren nicht jeden. Es ist eine Chance, auf die ich sehr lange gewartet habe. Ich finde ihn sehr nett. Ich weiß ja auch nicht. Ich würde Ihnen gerne helfen, wenn... Wenn Sie nicht rechtzeitig in Düsseldorf sein müssen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir ihm die Wahrheit sagen. Was nennen Sie die Wahrheit? Dass hier niemand etwas tut. Niemand. Das ist die Wahrheit. Was ist denn da los? Der fährt doch langsamer. Vielleicht wieder ein Signal? Kann sein, er hält wieder. Vielleicht hält er wieder 3 Sekunden. Das ist doch die Gelegenheit. Was ist denn da draußen? Nichts. Gebüsch, Wald. Ganz dunkel. Da kann er doch raus. Er hat recht. Der Herr hat recht. Sie müssen abspringen. Das ist doch die Idee. Wie können Sie das von ihm verlangen? Es ist doch das Beste. Wir sind die Sache los und er auch. Bei dem Tempo könnte er schon abspringen. Kommen Sie, schnell. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Er muss es tun. Los, machen Sie. Ich werde noch langsamer. Es geht doch. Ist doch einfach die beste Lösung für ihn auch. Los, springen Sie. Nein, tun Sie es nicht. Fußmarsch vor sich gehabt, aber wäre doch noch gut davongekommen. Und wir auch. Hätte er sich nicht die Beine brechen können? Ach, 3 Monate gibt's, na und? Entschuldigung. Es hört sich so an, als ob ich... Aber ich bin sonst wirklich nicht so. Sie sahen aus, als hätten Sie ihn am liebsten rausgebracht. Ich sagte ja Entschuldigung. Es gibt wohl kein bequemes Aussteigen aus diesem Zug. Für keinen von uns. Sagen Sie mal, wieso sind Sie eigentlich so sicher? Sie sind offenbar bereit, alles aufs Spiel zu setzen, Ihre persönliche Freiheit, alles, was Sie besitzen. Weil ich mir das alles erhalten will. Das verstehe ich nicht. Besitz ist nur so viel wert, wie man selber wert ist. Was ist, wenn ich nach Hause komme und ich sage zu meiner Frau, stell dir vor, da hatte sich ein Flüchtling in unseren Zug eingeschlichen, ausgerechnet in mein Abteil. Und dann frage ich, was gibt's zu essen? Sie sagt Krapsbraten. Und dann, aber es ist nur aus dem Flüchtling geworden. Wie sage ich? Ach so. Na ja, den hat man aus dem Zug geholt. Stell dir vor, der hatte gedacht, es hilft ihm jemand. Na sowas, sagt sie, ist das zu glauben? Übrigens, der Kalbsbraten ist mit Sahne angemacht. Zum Kotzen, was? Ja, ja. Aber wenn Menschen Flügel hätten, dann wären sie Engel. Wir haben da alle Dreck in der Weste. Ist doch gar nicht zu vermeiden, das bringt das Leben so mit sich. Dreck in jeder Form. Jeder muss seinen Charakter mal verbiegen. Sonst kann man nicht leben, das gehört doch dazu. Niemand ist frei, wer kein Gefühl für Freiheit hat. Und Charakter ist wohl nötig. Ich meine, wenn das Leben überhaupt einen Sinn haben soll. Was sagen Sie dazu? Ich? Wissen Sie, da sind ein paar Begriffe ins Spiel gekommen. Ehre, Freiheit, Moral. Das ist nicht mein Fall. Nicht Ihr Fall? Diese großen Begriffe, die so schön einfach sind, die sind doch alle durch den Schornstein gegangen. Unter anderem durch die Schornsteine von Auschwitz. Und jetzt? Jetzt wollen Sie das alles wieder haben und da kommt Ihnen der Flüchtling gerade recht. Und jetzt hängen Sie dem die ganzen Marken an die Jacke, Freiheit und was weiß ich noch alles. Und verlangen noch, dass man davor stramm steht. Ich habe nicht viel Respekt vor Leuten, die über 40 sind.
Keinen Respekt. Na, darum geht es ja gar nicht. Doch, doch, sehr interessant. Lassen Sie ihn mal reden. Tut mir leid, ich war schon fertig. Hören Sie, Sie haben da was gesagt. Dass eine Menge passiert ist, weiß jeder, aber es ist nicht die Art, darüber zu reden. Wie alt ist der Vater? Auch über 40. Doch, keinen Respekt? Er ist ein netter Kerl. Aber erzogen hat er sie offenbar nicht. Das konnte er nicht. Vielleicht wollten Sie nicht. Doch, ich wollte schon. Sie werden es kaum glauben, ich war ganz versessen darauf, erzogen zu werden. Ich habe mich um und um gesehen, wer es wohl tun könnte. Ach, und es war keiner da? Nein. Sie machen sich das sehr leicht, wenn Sie da eine ganze Generation einfach zum Teufel schicken. Wir haben vor vielen Schwierigkeiten gestanden, die Ihnen hoffentlich erspart bleiben. Wir haben trotz allem eine Menge zu Wege gebracht. Erstaunlicher Aufstieg. Wie meinen Sie das? Wirtschaftlich. Richtig. Wenn wir zu Wege gebracht haben, wäre es Ihnen immerhin erlaubt zu reisen und... Was machen Sie eigentlich? Tennis spielen. Und erlaubt Tennis zu spielen. Aber sonst erlaubt er auch nichts. Mir nicht und Ihnen nicht. Sie sind doch nicht imstande, diesen jungen Menschen hier zu helfen. Ich habe neulich gelesen, dass man einen jungen Menschen in einem Koffer über die Grenze gebracht hat. Haben Sie so einen Koffer? Nein, nein, meiner ist wohl zu klein. Ich nehme auf Reisen nie viel mit. Aber das mit dem Koffer muss wohl gehen. Ein glänzender Vorschlag. Ich habe es gelesen, irgendwo. Ein ganz junger Mensch. Besten Dank, aber so einen großen Koffer haben wir wohl alle nicht. Vorsicht. Ist er noch da? Ja. 20 Minuten. Haben Sie was überlegt? Wir wissen noch nicht. Aber mir fällt auch nichts ein. Naja, halt jedenfalls die Augen offen. Ich gebe nämlich die Geschichte gleich in Hannover an die Presse. Sind Sie verrückt? Wieso? Dann ist ja alles vorbei. So oder so. Irgendein Ende wird die Sache ja haben. Die sind nämlich ganz verrückt auf solche Geschichten. Die lesen sich gut, hm? Schreiben kann ich sie nicht, aber das machen die selbst. Man erzählt nur, die bezahlen. Einem Kollegen haben sie mal 20 Mark gegeben für sowas. Jemand was zu trinken? Kaffee gewünscht? Jetzt wissen Sie, was die Sache hier wert ist. Genau 20 Mark. Gewissenskonflikte neben dem Frühstücksei, so sieht das aus. Wenn man nur einen brauchbaren Plan hätte, dann wäre alles anders. Hätten Sie eine Idee? Wie man es vielleicht machen könnte. Nur mal so überlegt, wissen Sie. Sie sind da 18. Ja. Die beiden sind da ungefähr gleichaltrig. Auch in der äußeren Erscheinung kein großer Unterschied. Was haben Sie vor? Ich habe gar nichts vor. Ich überlege nur, was man tun könnte, wenn man unbedingt etwas tun will. Man müsste die beiden trennen. Den einen in diesem Wagen, den anderen im nächsten oder übernächsten. Wozu? Warum? Die sehen sich doch die Ausweise nie genau an. Von wo kommt die Kontrolle? Von beiden Seiten. Sie treffen sich in der Mitte. Man müsste also Ausweis, Fahrkarte, das müsste man nach der Kontrolle des einen dem anderen bringen, an der Kontrolle selbst vorbei. Dem bringen, der noch nicht kontrolliert ist. Sie verstehen? Das ist eine großartige Idee, glaube ich. Wir sind alle der letzten Wagen. Die Kontrolle kommt also von dort. Und Sie haben vor? Ich habe gar nichts vor. Ich meine nur... Sie meinen also, der Flüchtling bleibt hier, hat die Papiere von ihm und er selbst ist einen Wagen weiter? Na ja, möglichst weit, Sie verstehen. Ja, natürlich, wir verstehen. Und wenn hier kontrolliert ist, bringt einer die Papiere an der Kontrolle vorbei nach vorn. Ja. Und wer tut das? Einer muss es ja tun. Da kommt doch nur einer in Frage. Der Kellner. Den lassen Sie doch hier hin und her gehen, wie er will. Der ist doch unverdächtig. Der gehört dazu. Den kontrolliert doch niemand. Ich glaube, das ist großartig. So muss es gehen. Das ist eine ganz ausgezeichnete Idee, mit der jedermann einverstanden sein kann. Oder nicht? Ja, klar, natürlich. Ja, ich glaube auch, so geht es. Noch einmal. Das ist doch jetzt ein Plan, mit dem jeder einverstanden sein kann. Haben Sie gehört? Ich habe damit nichts zu tun. Haben Sie gehört? Wir haben eine Chance, wenn wir alle entschlossen zusammenhalten. Wollen Sie von dieser Frau Entschlossenheit verlangen? Für Sie ist die Weltgeschichte zusammengeschrumpft auf Ihre Kinder. Der ganze Aufwand, den die Weltgeschichte zurzeit treibt, mit Wasserstoffbomben und Mondfahrten, ist ein Dreck gegen ein Telegramm. Komm sofort, Luisa hat Keuchhusten. Haben Sie ein Enkelkind? Ja. Hat es schon Keuchhusten gehabt? Nein, noch nicht. Wieso Keuchhusten? Sie hat manchmal etwas Fieber, das stimmt. Aber der Arzt sagt, das bedeutet nichts. Merken Sie? Bier, Sprudel. Na, wie steht's? Wir haben nur noch so 15 Minuten. Gut, dass Sie da sind. Wir haben da, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden. Ja? Was? Wie es vielleicht gehen könnte, verstehen Sie das richtig? Der Flüchtling und er sind da ungefähr gleich alt. Man könnte dem Flüchtling Ausweis, Fahrkarte und überhaupt die Papiere von ihm geben.
Nicht schlecht. Was macht er? Er geht weiter nach vorne, in den nächsten oder übernächsten Wagen. Wichtig ist, dass der Flüchtling durch die Kontrolle kommt. Man, die sehen sich doch die Passfotos nie genau an. Das ist doch eine reine Routinesache. Das Alter stimmt ungefähr und der Name wird nicht in Erinnerung bleiben. Wie heißen Sie? Wegner, Robert Wegner. Das ist doch kein auffälliger Name, der überliest sich. Ah ja, ich verstehe. Ja, und nach der Kontrolle, also wenn der Flüchtling kontrolliert ist. Dann bringt jemand die Papiere nach vorn. An der Kontrolle vorbei. Und er zeigt dann dieselben Papiere vor. Das haben die bestimmt vergessen, dass ich die schon mal gesehen habe. Nicht wahr? Das meinen Sie doch auch. Bestimmt. So genau gucken die auch nicht drauf. Die Idee ist prima. Aber wer bringt nur die Papiere nach vorn? An der Kontrolle vorbei. Sie. Ich? Ja. Wir dachten, dass Sie der beste Mann dafür wären. Sie gehören doch zum Zugpersonal. Sie sind doch ganz unverdächtig. Sie wird niemand fragen. Sie sagen einfach Pardon und gehen vorbei. Und hab die Papiere in der Tasche. Tja, ganz einfach. Also, was Sie haben aber Nerven. Sie machen wohl einen Witz. Und wenn das ein Witz sein soll, dann sage ich Ihnen gleich, der gefällt mir nicht. Sie lehnen ab? Das ist ein ganz schwaches Wort, ablehnen. Will Ihnen mal was sagen. Sie haben einen Dummen gesucht und da sind Sie auf mich gekommen. Sie haben sich gedacht, der Trottel macht das schon. Einfach vorbeigehen. Ich habe 5 Jahre Zuchthaus in der Tasche. Aber hören Sie, Sie riskieren doch fast gar nichts. Bitte, Sie müssen uns helfen. Es soll auch nicht Ihr Schade sein. Was heißt das? Wenn Sie Geld haben wollen? Man tut sowas ohne Geld oder gar nicht. Wieso? Wir verlangen etwas von Ihnen. Er soll wissen, was uns die Sache wert ist. Sie hat recht. Hören Sie mal, ich bin nicht unempfindlich gegen Geld, aber so viel haben Sie gar nicht. Wenn es darum geht, um die Höhe der Summe, stellen Sie einen Scheck aus. Sagen Sie mir, was ich draufschreiben soll. 1000 Mark. Ja, natürlich. 2000. Sagen Sie, wie viel? 5000. Wenn Sie sie haben wollen. Die würde ich gerne haben wollen. Nur müssen Sie mir auch sagen, wie ich den Scheck einlöse, wenn ich im Zuchthaus sitze. Sie glauben wohl, ich bin ein Vollidiot. Morgen, die Herrschaften. Der hält mit dem Scheckbuch. Hübsche Variante eines alten Themas. So ändern sich die Zeiten. Ich hätte es Ihnen gegeben, es hätte mir nichts ausgemacht. Wir hätten den Kellner dazu bringen müssen, das sehen Sie doch wohl ein. Na, wer soll es denn sonst tun? Na, Sie, machen Sie es doch. Sie haben doch den Vorschlag gemacht. Ach, der Kellner wäre der Beste gewesen. Sie lehnen ab. Man hätte den Kellner nicht laufen lassen sollen. Man sollte es ihm noch mal richtig erklären. Dem Kellner? Ja, natürlich dem Kellner. Ich will nur wissen, Sie machen es nicht. Nein. Ich mache es. Was? Was wollen Sie machen? Na, die Papiere an der Kontrolle vorbeibringen. Darum geht es doch. Ja, das wollen Sie machen? Sie? Ja. Ich falle nicht auf. Wie Sie auffallen? Ja, Ansehen, das bin ich gewöhnt, das tun Sie alle. Das werden die auch tun, aber Sie werden mich nicht fragen. Der Kellner wäre gut gewesen. Aber eine Frau natürlich auch. Ein hübsches junges Mädchen geht natürlich auch. Hören Sie doch auf. Warum wollen Sie das tun? Weil ich es nun mal will. Ich habe ihr genau zugehört. Jeanne d'Arc, Medaille 54. Wer ist das? Keine Konkurrenz. Sie wurde verbrannt. Und dann Nationalheldin. Also ich mach das. Sie macht es. Er kriegt meinen Ausweis. Ich würde es auch gern tun, aber sie ist wirklich viel zu hübsch, als dass man ihr zutrauen würde. Ich meine, die werden gar nicht auf den Gedanken kommen. Wir haben noch 10 Minuten. Da. Nimm. Soll ich jetzt schon nach vorne gehen? Der Polizist. Was ist denn hier los? Wie meinen Sie? Verdammt, jetzt geht das nicht mehr. Nein, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Um Haaresbreite war das. Dafür kann er doch nicht, sein Zufall. Er fiel ihm aus der Hand. Aber doch Leichtsinn, wozu er doch am wenigsten Grund hätte. Leichtsinn? Eine Schweinerei. Es muss jetzt Schluss sein. Es muss nämlich wirklich Schluss sein jetzt, wenn Sie auf die Uhr sehen. Geben Sie mir bitte auch einen Schluck. Danke. Der Ausweis ist jedenfalls keinen Pfennig mehr wert. Aber wir haben getan, was wir konnten. Ja, die Ordnung ist wiederhergestellt. Sie haben ein wenig opponiert, aber das ist vorbei. Und Sie bieten Zigaretten an. Ach, passt Ihnen das nicht? Sie standen so servil da. Was soll ich denn tun? Den da vielleicht reizen, aufmerksam machen, wütend machen? Das fehlt uns gerade noch.
Ich würde, was weiß ich, das sind Opfer für wirklich freie Menschen. Hören Sie doch auf mit Ihren Sprüchen. Also ich sehe jedenfalls keine Möglichkeit mehr. Er ist ja noch da. Ja. Wollen Sie Ihren Platz wieder haben? Wir sind gleich da. Ich habe mich da vorhin gehen lassen. Die Angst. Die alte Angst, wissen Sie, die kam wieder. Dem war ich nicht gewachsen. Jetzt bin ich sie los. Vielleicht war es gut, dass ich sie noch mal hatte. Was wollen Sie sagen? Verfügen Sie über mich. Sagen Sie, was ich tun soll. Da ist nichts mehr zu tun. Sie haben gesagt, es gibt einen Weg. Oder waren Sie das? Ich habe darüber nachgedacht, dass die Angst nicht ein ganzes Leben lang dauern kann. Sie haben recht. Also, was soll ich tun? Wir wissen nicht, was man jetzt noch tun kann. Geben Sie ihm Ihre Papiere. Ich ihm? Meine? Ich bin doch viel älter als er. Aber man kann es doch versuchen. Ich bin größer, breiter. Ich sehe doch ganz anders aus. Sie tun es also nicht. Ich würde ihm manchen Gefallen tun, aber denen nicht. Na, mit dem Latein endlich am Ende. Wir sind bald an der Grenze. Man wird ihn verhaften, das ist alles. Kommt mir so vor, es ist ja jeder auf der Suche nach einer Lebensregel. Wenn Sie das wollen, die können Sie von mir haben. Die steht nämlich schon in der Bibel. Da steht nämlich, und seid der Obrigkeit untertan. Und egal nämlich, wie die Obrigkeit aussieht, das spielt keine Rolle, wissen Sie? Ich singe genau die Lieder, die wollen. Ich heb die Hand hoch, wenn die wollen, oder den rechten Fuß. Wenn die mir nur genau sagen, was sie wollen, ich tu's. Wenn die Gesetze machen, Vorschriften, bitte, ich mach alles. So kann man sich ganz schön einrichten, wissen Sie? Ganz lautlos, ganz ohne Aufregung. Nur der Hund der Welt wird getreten. Wer nicht bellt, findet immer noch einen hübschen warmen Platz. Aber das ist doch kein Leben. Wissen Sie, was Leben heißt? Am Leben bleiben heißt das nämlich. Halbwegs zu saufen, halbwegs zu fressen, halbwegs ein anständiges Bett. Warum wollen Sie denn eigentlich weg? Was gefiel Ihnen denn nicht? So können Sie doch nicht mit ihm reden. Warum nicht? Für Ihre Überlegungen braucht man eine Idealfigur. Ist er das denn? Dem haben Sie nämlich noch nicht auf den Zahn gefühlt. Soll er doch mal auspacken. Vielleicht hat er gestohlen oder so. Wissen Sie es? Lassen Sie ihn doch in Ruhe. Ich verstehe, dass Anger hier raus will. Ich wollte auch raus, wenn es nur einen Zug gegeben hätte, auf den ich hätte aufspringen können. Ja, ich hatte halbwegs zu fressen, halbwegs zu saufen, aber gelebt habe ich von der Hoffnung. Wenn Sie ihm das wegnehmen... Ich? Sehen sich doch an alle, wie Sie hier stehen. Wer sagt denn noch was? Wer tut denn noch was? Sie haben alle eine Menge geredet, aber gesagt haben Sie in Wahrheit nur, geh zum Teufel. Aber das ist doch Unsinn. Wir haben doch alles versucht und uns selbst in größte Gefahr gebracht. Mit gutem Gewissen können Sie das nicht sagen. Sie dürfen niemandem die Hoffnung wegnehmen.